Lieber Marc, im Namen von Catch Wrestling Austria und Pro Wrestling Österreich überreiche ich dir feierlich die Plakette zum Event des Jahres. Euro Wrestler Clash 21 gefällt durch die Fans bei Online-Voting. Herzlichen Glückwunsch. Besten Dank, danke Arno Henk. Ja, wir haben es noch einmal geschafft. Also es gibt doch noch einen ersten Preis für Rings of Europe. Der Event des Jahres, wenn man so will, ist es ja, bei den Oscars, wäre es der beste Film. Auf das bin ich besonders stolz. Auch natürlich danke an die Unterstützung, was du für unsere Szene machst. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich ja, so global über die österreichische Wrestling-Szene informiert, engagiert. Danke. Danke vor allem hier an alle Wrestling-Fans, das ist das Wichtigste. Ohne Wrestling-Fans, ohne euch würde es auch keine Events geben. An alle Athleten und Athletinnen. Denn im letzten Jahr waren vor allem die Damen im Mittelpunkt bei Rings of Europe mit Glam. Ich bin wirklich mega stolz auf diesen Award. Und ja, ich muss mir echt... Marc, du weißt doch ganz genau, dass wir diesen Preis natürlich auch nicht ohne die tatkräftige Unterstützung des Supervisors bekommen hätten. Denn schließlich war es ja auch ich, der im Hintergrund die Fäden gesponnen hat und dafür gesorgt hat, dass unsere Glam-Damen und die Rings of Europe-Herren den Event des Jahres erreichen konnten. Und somit glaube ich, wäre es durchaus auch angebracht, wenn ich diesen Preis stellvertretend für das Rings of Europe Office übernehmen könnte. Du bist der Supervisor. Wo wird letztendlich diese wunderschöne, ja... Ich denke, ich werde ihn im Rings of Europe Office in Tirol einen angemessenen Platz zukommen lassen. Dort kann ihn sich auch jeder anschauen. Auch zum Beispiel der Hugo sollte ja im März in Innsbruck seinen Wellnessurlaub antreten. Okay, gut, dankeschön. Der Supervisor hat wie immer das letzte Wort. Ja, liebe Fans, in diesem Sinne danke nochmal und kommt vorbei, denn im März geht's weiter. Rings of Europe, March Madness 2020 im Martinihof Neudörfel. Da werden wir es wieder krachen lassen und der Supervisor wird natürlich auch dabei sein.